hat damals schon so ein bisschen was. Also einfach diese Faszination, seine eigene Stimme oder das, was man an Musik überträgt, im Nachbarzimmer, im Radio auf einer Frequenz wiederzuhören. Das war einfach für mich so ein richtiger Kick, wie man heutzutage sagen würde. So eine Faszination, boah, das ist ja geil, das macht ja richtig Spaß. Ja, und dann haben wir das irgendwie ausgedehnt. Dann habe ich irgendwie auch noch ein paar andere Kumpels kennengelernt, die auch so ähnliche Geschichten gebaut haben. Und das ging dann irgendwie wirklich über 10 Jahre, die Geschichte, bis hin zu einem Sender, der wirklich eine Reichweite von 50, 60 Kilometern hatte. Da wurden irgendwann nach 10 Jahren war das Spiel dann vorbei. Da sind wir angeschwärzt worden von irgendwelchen Neidern, sage ich jetzt mal. Und sind ausgehoben worden. Und dann war das mit der Piratengeschichte vorbei. Aber dann haben wir dann angefangen, Eventradio, also Veranstaltungsfunk zu machen in Puhlheim bei Köln. Wie lernt man eigentlich so schön zu sprechen wie du? Also ich meine, na klar, man hat da vielleicht eine Veranlagung für, aber du machst ja auch Werbespots. Oder hört man immer diese Stimmen? Gibt es da irgendeine spezielle Ausbildung, die man genießt? Ich habe in der Tat Sprecherziehung bekommen, ja, damals, zur Zeit, als ich dann bei einem Radiosender in München gearbeitet, in der Nähe von München gearbeitet habe, haben wir Sprecherziehung bekommen. Da kam dann eine Sprechtrainerin einmal die Woche und ging so mehr oder weniger die ganzen Moderatoren durch. Jeder hatte dann so eine Dreiviertelstunde, Stunde Sprecherziehung. Und ja, da lernt man so ganz abenteuerliche Geschichten. Da kriegt man einen Korken zwischen die Zähne und muss versuchen, das deutlich zu sprechen. Ich sag mal so, klar, ein bisschen Stimmbildung, Betonung und so ist auch mit dabei. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch viel mir einfach abgehört. Ja. Ich habe einfach auch viel Radio gehört schon in frühester Kindheit. Leute wie Mel Sondag, Wolfgang Roth, ähnliche Geschichten damals im WDR Mitte der 80er Jahre. Das waren so meine Vorbilder. Dann natürlich zum Teil auch so ein bisschen halt die Piratensender von der Nordsee. Aber das war ja dann in den 80ern auch schon überwiegend vorbei. Da gab es ja gar nicht mehr so viel. Und da habe ich dann auch viel abgehört oder auch halt Werbung. Wenn man einfach auch mal bewusst Werbespots hört, dann merkt man ja, dass das eine ganz andere Welt ist, dass die ganz anders sprechen, dass die ja so tun, zumindest als wären sie von dem Produkt überzeugt, von dem sie da gerade Werbung machen. Und dann spricht man natürlich anders, als wenn man einfach nur jemandem davon erzählt oder irgendein Textstück hier runterliest. Das ist natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen schauspielerisches Talent, was eigentlich sogar noch mit dazugehört. Du hast bei verschiedenen Formaten moderiert. Du hast bei einem Schlagerradio bist du tätig, aktuell auch beim Schlagerparadies. Du hast damals das Channel D Schlagerradio mit aufgebaut. Du hast aber auch bei Hitradios mitgemacht. Du warst bei Wortprogrammen wie der Deutschen Welle. Aktuell bist du bei Lokalradios. Was ist für dich so aus deiner langen Karriere eigentlich der Moment, der dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist? Oder wo du sagst, das war eigentlich der schönste Moment in meiner Radiokarriere? Oh, das ist relativ schwer zu sagen. Also ich sag mal, was schon...